Styling-Tipps von den Götz Haarstyling-Experten. Wie pflege ich das Haar der Götz-Puppen? Auch der Puppenpflege sind keine Grenzen gesetzt. Das Besondere am Haar der Götz-Puppen ist, dass du es problemlos waschen und föhnen kannst. Für die Haarpflege benötigst du ein Waschbecken, die Götz-Haarbürste und den Götz-Föhn. Bitte beachte, dass die Verwendung eines handelsüblichen Heißluftföhns nur auf niedrigster Stufe und aus weiter Entfernung mindestens 20 cm möglich ist. Bei falscher Anwendung besteht akute Verbrennungsgefahr. Befeuchte das Haar vorsichtig mit Wasser, bis es gleichmäßig nass ist. Füge einen haselnussgroßen Tropfen Shampoo hinzu und wasche das Haar mit regelmäßigen Massierbewegungen. Spüle das Shampoo anschließend rückstandslos aus. Bürste das nasse Haar sorgfältig mit der Götz-Haarbürste, bis es glatt und glänzend ist. Entweder lässt du das gewaschene Haar an der frischen Luft trocknen oder du benutzt einen Heißluftföhn. Bitte achte unbedingt darauf, dass du den Föhn nur auf niedrigster Stufe und mindestens aus 20 cm Entfernung benutzt. Nun ist deine Puppe bereit für das nächste aufregende Styling der Götz-Haarstyling-Experten.